Heute darf ich euch einen absoluten Thai-Klassiker vorstellen, und zwar gebratener Reis mit Ei und Huhn. Die Zutatenliste pro Person kannst du es hier ablesen. Zuerst kochst du nach Anleitung den Jasminreis. Dann brätst du das Hähnchenfleisch, was du vorhin in mundgerechte Stücke geschnitten hast, an und fügst etwas Sojasauce hinzu. Dann nach deinem Geschmack kleingeschnittene Knoblauchzehen hinzufügen und mit anbraten. Wenn das Fleisch die Hälfte der Garzeit erreicht hat, das Ei dazu mischen und gut umrühren. Das Ei stocken lassen und dann den fertig gekochten Jasminreis dazu mischen. Danach kommt der Rest mit ab in den Wok, das heißt die Fischsoße, die rote Zwiebel, und den kleingeschnittenen Jungzwiebel und nach Belieben etwas Palmzucker hinzufügen. Das gibt dem Gericht eine schöne karamellige, süße Note. Alles gut durchmischen, bis sich der Palmzucker aufgelöst hat. Zum Schluss fügst du nach Belieben frischen Chili hinzu oder für diejenigen, die es weniger scharf wollen, ihr könnt auch gerne Paprika, so wie wir, nehmen und zu guter Letzt noch weißen Pfeffer dazu mischen. Alles gut umrühren, Hitze abdrehen und noch gut durchziehen lassen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!